Hallo meine Freunde! Jetzt geht's weiter mit The Walking Dead. Was sind wir jetzt eigentlich? Ich glaube, jetzt sind wir beim dritten, den muss ich überhaupt mal nachsehen. Episode 3. Episode 2 hatten wir doch schon, oder? Episode 3 sind wir jetzt. Ich hoffe, ihr hört im Hintergrund keinen Fernseher. Meine Freundin schaut gerade wieder Assi TV. Ja. Den liebevollen Stinkefinger. Sag Hallo, Schatz. Sag Hallo, Schatz. Ja, ich lieb dich auch. Weiter geht's mit The Walking Dead Episode 3. Ja, würde sagen, wir starten jetzt einfach. Die letzte Episode war ja schon heilige Fresse, scheiß Fresse. Das ist Menschenfleisch und ja. Previously on The Walking Dead. Kleine Rückblick, Rückblende. Get the gates open! We've got wounded! I want to know why you thought bringing more mouths to feed was a good idea. You've been good to me and my family. You saved Duck from those monsters. And you stood up to Larry at the drugstore. I won't forget that. No one's trying to cut you out of anything. Those look like the people who raided my Calm camp. Calm down, you're paranoid. Fuck you! Did you tell anyone out there who you were, or that you were tied to this place? That's right. I know who you are, and I know you're a killer. He's not dead! Somebody help me! Come on! We know this guy's not gonna make it! No! Sounds like a car. There's a shitload of food and supplies back here. We have to take this, Clementine. We need it to survive. Don't worry, little girl. Ja, das Telefon im Hintergrund. Aber diesmal habe ich meine Sekretärin geredet. You'll be safe. Hallo. Hä? Ihr ist am Computer. Brauchst du ihn dringend? Bitte? Ja? Das weiß ich nicht, wieso du am Telefon nichts verstehst. Ja, das kann ich jetzt auch nichts machen. Bin gerade irgendwie nicht in deiner Nähe. Leute, runter. Intern sein. Den Leute nicht, dass man nicht einfach so bei einer Aufnahme auf Pause drücken kann. Ja, dein I don't like it. Keep your eyes open, all right? Just trying to be optimistic. Let's just get inside. Ein riesengutes Zeichen schon wieder in einer Stadt, wo man nichts sieht. Das ist Big Savings. Tim's Tools Time. Kleinen Moment, bin gleich wieder. Ja, da bin ich auch schon wieder. Die Sekretärin habe ich jetzt entlassen. Die hat einfach nicht das Telefon annehmen können. So, jetzt geht's aber weiter. Entschuldigung, die Störung. Maus, geh weg. Lee, where do you come down on staying or going? You mean packing up the motel and getting in the RV? Yeah, we've been talking about it, but you made up your mind yet? Ich finde ja, dass wir gehen sollten. We should go. Motel's run its course, and it's not safe. You're damn right it has. We pile into the RV and don't pull over till we see water. And if Lily's dead set on staying, then, well, that's the way it goes. Ist leider so, aber das Motel scheint mir nicht wirklich das Richtige zu sein. Vor allem, ja, Kannibalen haben uns schon gefunden, Banditen okay, haben uns schon gefunden, like also... Ja. Over the rig, into the pharmacy and scrape together whatever supplies are left. We didn't leave much in there. Hey, we're out of options. Something's better than nothing. Ich bin mir bestimmt sicher, dass das wieder alles reibungslos funktionieren wird. Ja, natürlich. Shit. You okay? The ladder's come loose. I'm not sure how many more trips she's got in her. I'm not sure how many more trips we've got in us. No kidding. Das ist ein verkackter LKW, mein Gott. Jetzt greift er die Leiter an und fällt wieder auf die Schnauze.
Yep. Looks like she's had it. What now? I'll find another way up. I'm better get a move on. They're blocked by all the fallen concrete. Natürlich kann man da nicht hoch. They're blocked by all the fallen concrete. Okay. Was haben wir hier? Das wird, der Mülleimer wird uns auch nicht viel helfen, oder was ist das? Ah! Guter Kommentar. There's no safe way through that mess. Okay. Na, dann steigen wir halt erst auf das Auto. Kenny, come on. Ah, shit. Damn it. I can't reach. Ja, toll. Sorry, pal. Alright, stay put. Er hat sich jetzt alle Mühe gegeben, also das muss man ihn schon mal hoch anrechnen. Er hat wirklich... Are you sure you can't reach me? Listen, you're either gonna have to get a hell of a lot taller, or my arms are gonna have to get a hell of a lot longer. I get it. I'll keep looking. Oh Mann. Gut, dann schauen wir halt da weiter, weil anscheinend ist der LKW hier unüberwindbar, deswegen, okay, da geht's nicht weiter. Was wird da hinten geraschelt? Ach nee. Ich schaue mich jetzt hier trotzdem nochmal um. Gut, das haben wir schon gehört. Wahrscheinlich, lass mich raten. Okay, doch, ich hätte mir da was anderes, aber wir schieben einfach mal das Auto. Oder auch nicht. Nee, hat Platten. Was haben wir hier? Einkaufswagen. I love my penis. Ah, toll. Entschuldigung, Leute, war gerade in Shopping Queen. Wieso wusste ich das? Was soll ich jetzt hier machen? Damit kann ich nichts machen. Der hat zwei Platten. Hier kann... Ah, eine Seilwinde. Eine Seilwinde. Lily's not doing so good, huh? Du hast... Ja, naja, wir haben ihren Dad gekillt. Well, we killed her dad. We did kill her dad. Ja, das wundert mich nicht so wirklich, dass es ihr da nicht so besonders gut geht. Vor allem, ihr habt ihren Vater sehr unschön ins Jenseits geschickt. Mir würden eher die Blutflecken da am Boden sehr große Sorgen machen. Und dann schauen wir mal, ob die Winde geht. Wann ist der Knopf von so einer Winde außen, ne? Your girl still upset with you for agreeing to take that stuff from the station wagon? I think she understands. Ich hoffe. So. Not like we had much choice. Nicht wirklich, ich meine, so eine Zombie-Apokalypse nehme ich alles mit, was ich kriege. Wenn es schon unbeaufsichtigt darum liegt, dann ja, mein Gott. Duck was asking about that guy at Herschel's farm last night. Really? I wasn't sure it fazed him. Of course it did. It was a scary situation for him. Sean dying and all. I'm just worried he'll always think it was his fault. Na, es war seine Scheißschuld. Dein Kind. Sure you're up for this. Lee, I'm fine. I've got this. Give me your hand. Oh, shit. Na, toll. Was ist jetzt? Jesus. Are you okay? I'm fine. Shit. I'm sorry, pal. I thought it'd be healed up better. You're lucky it wasn't any worse. You could have... Ach, na, das freut mich aber. Ja, schreien hilft da sehr viel. Somebody help me! Oh mein Gott. Stirb! What the hell is that? A walker? Walkers don't scream, do they? Jesus, I don't think so. Ach Gott, warum sind... It doesn't matter. We gotta keep moving. Let's just leave her. Let's think about this. Ja, lass uns drüber nachdenken. Zu fucking spät. Fuck, we gotta shoot her.
Put her out of this misery. You don't know we're here. What do you mean? I mean, we leave her alive and she draws them all to her, buying us time. Think about it. We're always worrying about the ones we can't see. She stays alive and brings them all out of their holes. Ja, recht hat sie. Recht hat er. Scheiß drauf, wenn sie so rumbrüllt. Ja. Selbst schuld. Sorry, aber das ist einfach zu witzig irgendwie. Bevor sie da rumgeschrien hat, war kein einziger von den Dingern da und die... Ach Gott, wie blöd muss man... Nein! Go away, go away! Ich glaube, die verstehen das nicht so ganz. Für das überlebt sie aber ziemlich lange. We should be good to clear this place out, but we ain't got all day. Get everything you can out of these racks. Don't forget underneath the counter this time. I'll clear down here and then we gotta go. Wie lange lebt denn die Alte denn noch? Mein Gott, das gibt's doch nicht. Für das, dass sie sich so bescheuert anstellt, die schreit die aber noch ziemlich lang in der Gegend. Jetzt lebt die immer noch. Sonst noch irgendwas? Da ist nichts mehr. Da ist noch viel. Was ist jetzt? She's gone. There's not much time now. Also die wissen doch gar nicht, dass wir hier drin sind, oder? Anscheinend doch. Ja, ich beeile mich ja. Das wäre vielleicht mit Maus und Tastatur besser zu spielen, aber drauf geschissen. Nimm's mit, egal was es ist. Lass mich warten, Lea, nee, nicht mal. Oh je. I think that's everything. That girl didn't die for nothing then. Up and over. Das hat sehr lange gedauert, bis die irgendwie... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wieso fängt es immer so mit Stress an? Ich mag das gar nicht. Ich bin doch nur... Wo ist Kenny, der Drecksack schon wieder? Wenigstens macht er sich einmal nützlich. Nicht schießen. Autsch. Let's fucking get out! Das wäre klug. Ja, steh doch nicht rum! Der hat einen Helm. Oh Mann, oh Mann, oh. An dem Spiel wird meine A-Taste noch kaputt. Oh. Ja. Let's go, pal. Ich liebe The Walking Dead, aber... Na, das war doch mal halbwegs unspektakulär für das Spiel. Die Pfeile stecken auch noch drin. Ja, ich finde wirklich, dass das eine gute Idee ist, wenn wir das Motel verlassen hier. You're back. Ben found some stickers in a drawer, Clementine. And I put them on my walkie. Hey, sweet pea. That's neat. I'll find you in a minute. Ach, Clem. Ich bin echt gespannt, wie das noch alles weitergehen wird hier. Oh. Looks like we got the kid on watch again. What'd you get? We might as well leave a sign out that says the men are gone. Come and rape our women and children. Ha. Huh. Wir wollten mal nach Larry fragen. So, what did you get? Just what was left. Which was a lot, actually. Take a look. We're fine, by the way. Nice work. This will keep us going. If we carry on like this, we'll get through the winter here.
The winter? We'll freeze our asses off here. Because piling into an RV with you two, after what you did to my dad, is so appealing. Why wouldn't it be? You know I'll do what it takes to keep everyone safe. We're already safe. Take a look at the wall, Lily. That's not graffiti. Those are bullet holes. And we got enough arrow shafts sticking out of it to dry our laundry. We have to go eventually, Lily. We don't have to do anything. You didn't want to go because of your dad's health. But he's gone now. Oh, easy, man. Kenny. Are we? Can it, Carly. Don't boss people around. I'm sorry. Somebody needs to make executive decisions for the group, though. And I don't think you're capable anymore. We're strongest together. It can't be you versus us, Lily. We're sorry for what happened to your dad, but we're in this together now. What about the food situation? What about protection? What about when this place falls? Somebody's got to be thinking about this shit. How has this not been working? We have everything we need. Because of me, Lily. That's BS, Kenny. And you... We got plenty of food from that station wagon. We can't just keep our fingers crossed for more station wagons. Everything that happens to us is another excuse for you to pull this crap about leaving. All I want is a week of peace, of not hearing it. Do you know how we got these supplies? We got lucky and let a girl get eaten out there. What? Some girl came screaming out of an alley. Ja toll, du musst das wieder... Ach du Volli. She gave us enough time to get everything we could out of the drugstore. You just let her suffer like what? Like bait? God, what is happening? She was dead anyway. It made the most sense in the moment. Lee's right. We've been putting our lives on the line doing these runs into the city. You wouldn't believe the shit we see. We all appreciate it, Ken. You should be thanking Lee for not shooting that girl. It's not so easy for him. Look, Macon and its people aren't savable. It's not a town. It's full of walkers. And the people who were left are dying and wandering out onto the streets. It's hell on earth. And it's coming this way. It's not going to be easier out on the road! How would you know? What I know? I know you're not above murder. I know somebody has been stealing our supplies. That's right, stealing! And I know the list of people I can trust here gets smaller every day! Now everybody get out! Wieder ein ganz nettes Gespräch unter Freunden. Ja, ist natürlich ein bisschen bescheiden. She'll get over it. She's riling everybody up otherwise. You understand, Ken. She's right about one thing. None of this is getting any easier. Ist natürlich eine Scheißsituation. Andererseits weißt du nicht, was passiert, wenn du jetzt abhaust von dem Hotel, weil verbarrikadiert wären sie ja da. Zumindest eine Zeit lang. Well, I think you did good today. And I find myself thinking that most days. Thanks. It's probably worth following up with Lily about what she was saying about missing supplies. With her wound up the way she is, I don't want to see her paranoid. No question. And I'd like to talk when you've got a minute. Alles klar, je. Ja, andererseits wäre ich ungern in dem Hotel. Was war das jetzt für ein Blick? Weil, na, Kenny hat da an anderer Seite schon recht. Da sind überall Einschusslöcher und Pfeile und die meisten wissen jetzt schon, naja, dass hier Leute sind und das ist meistens nicht so toll. Über den Winter würde ich hier nicht so gerne bleiben. Vielleicht können wir jetzt mit dir noch ein bisschen reden. I'm sorry. You don't have to apologize. Did you come in here to give me hell or to coddle me? I wanted to follow up on what you said about stolen supplies. Do you know what's going on? I don't. I just heard you mention it. And you came in here to confess? I'm not stealing shit. I came in here to help. There's a traitor. Somebody. One of us. Out there. He or she or they have been taking things. For real? Who? What do you got? Yes, for real. And I don't have shit. I just know. Lily. It counts off and it's the good stuff. Antibiotics, oxy, fuck, anything with opium in it. I see the count, and it's fine. I keep my own. That one's getting messed with. I'm a fucking mess right now, but I'm not stupid. I know what happens if I start a witch hunt. So you want me to start one? I want you to poke around. What's there to go on? Ich
Ich weiß nicht, irgendwie glaube ich ihr das auch. I found this tossed into the garbage. We don't toss out equipment, we fix it. You'd only try to get rid of a flashlight if you're using it when you shouldn't. Okay, I'll poke around a little bit. Thank you. If you don't find anything, I'm just going to assume it's you. Ach nee, wirklich, wenn ich nichts raus... Ach Gott, na. Oh mein Gott. A mystery. Jesus, Doc. I'm sorry. I heard you guys talking. You need to unhear all of that. Can I help? What did I just say? You're the Grace Detective, and I could be Dick Grayson, your ward. That's Robin. I know who it is. You can help. Don't tell anybody. Secrecy. Oh, yeah, God. Good. What do I do? I don't know. Go look around. Let me know if you find anything weird. I'm on the case. Oh, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Ich habe ein ganz, ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Oh, Mann. Ja. Jetzt haben wir eine kaputte Taschenlampe. Ich, Clem habe ich versprochen, dass ich zu ihr gehe. Hey, Clementine. Hey, Lee. You didn't accidentally break a flashlight, did you? No. Did Duck say I did? No. Did Duck break the flashlight? I don't think so. He's just always blaming me for stuff. Like what? Putting a bug on his pillow. Did you do that? Yes. Aw. Hey, Clementine. Hey, Lee. What's that you're working on, Clem? It's called a leaf rubbing. My teacher, Miss Moore, showed us how to do them when we went to the botanical garden once. See? It's the same. Kind of. Oh, that's really something. I'll make one for you, too. Do you like it here? I don't like it here. Do you want to leave? Where are we going? Somewhere else. I don't know. Maybe if I knew where? Yeah. That'd be a good thing to know. I'll talk to you later, Clem. Okay. Oh, Clem ist einfach... Oh, Mann. Mit Carly sollten wir auch noch reden, aber das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Ich bin gespannt, ob Lily recht hat oder ob sie einfach nur paranoid wird. Und ich bin gespannt, ob wir noch abhauen hier oder ob wir hier bleiben. Kenny könnten wir auch noch reden. Ach du meine Güte, überall kann man reden. Naja. Das finden wir alles in der... Oh Gott. Das finden wir alles in der nächsten Folge raus. Vielen Dank fürs Zuhören. Kann ich eigentlich hier vor noch gehen? Das alles finden wir in der nächsten Folge raus. Und vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Tschüss, Leute.